Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute, Leute, werde ich Accounts, also Brawl Stars Accounts, von YouTubern bewerten, Leute. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem Video, Freunde. Und Leute, bevor wir mit dem Video beginnen, joint gerne mal den Club, wenn ihr wollt. Die Gärtner rein auf jeden Fall, wenn ihr mich kostenlos supporten wollt. Würde mich sehr freuen, Leute. Und auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut gerne bei meinem Livestreaming-Kanal vorbei. Falls ihr euch fragt, warum Livestreaming-Kanal, schaut euch das letzte Video an. Auf jeden Fall, ja, Leute. Ich würde sagen, wir beginnen auf jeden Fall dann mal direkt mit Lukas, Freunde. Auf jeden Fall, Lukas ist, glaube ich, in Deutschland Platz 50 oder so, wenn ich mich nicht täusche. Nee, Platz 44 jetzt, okay. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, Leute, wir fangen auf jeden Fall mit Lukas an. Auf jeden Fall, Leute, hat Daryl auch Rang 30. Er hat auf jeden Fall viele Rang 30er. Er hatte auch einen Rang 35er. Und zwar Mr. P, Freunde, wie wir es hier sehen können. Sein Ziel ist es auf jeden Fall alle auf Rang 30. Und er hat es sogar fast erreicht, Freunde. Er hat wirklich fast alle auf, ja, wie soll man sagen, fast alle auf Rang 30. Außer vier Brawler auf jeden Fall. Und Tick hat er auch auf Rang 34. Auf jeden Fall, ansonsten würde ich ihm eigentlich sogar eine 10 von 10 geben. Nur ich würde probieren, vielleicht noch die paar auf Rang 30 zu machen. Und auf jeden Fall, ich würde sagen, jetzt kommen wir auf jeden Fall mal zu Landi. Landi ist auf jeden Fall Platz Nummer 11 in Deutschland und er ist, glaube ich, Platz Nummer 1 mit den höchsten Levels. Auf jeden Fall, er ist 445. Und wenn wir auf seinen Account gehen, hat er richtig, richtig viele auf Rang 35. Er hat wirklich, aber wirklich fast jeden. Er hat fast jeden auf Rang 35 und jeden auf Rang 30, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, okay. Er hat wirklich fast jeden auf Rang 35. Das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Account. Dazu kann ich einfach nichts sagen. Er hat halt einfach einen richtig guten Account. Und ich habe vergessen, wir müssen ja auch die Stats bewerten. Also, wenn wir mal hier gehen, sehen wir, hat er zum Beispiel bei Power Liga höchste Level. Er hat, glaube ich, Legendary, wenn ich mich nicht täusche. 3 gegen 3 Siege hat er 65.000, Solo-Siege 4.000, Duo-Siege hat er 2.400. Ich weiß, dass er ein 3 gegen 3 Spieler ist, also gebe ich ihm mal eine Chance. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zum nächsten YouTuber, und zwar BSFish. Den habe ich tatsächlich auch in der FL. Ich kann euch das Ganze mal zeigen. Ich habe den hier in der FL auf jeden Fall, weil ich mir bei ihm Mitglied geholt habe. Auf jeden Fall, er hat auch viele auf Rang 30. Ich glaube, der hat auch fast alle. Also wirklich, ich fühle mich echt ein bisschen blöd, weil ich keinen auf Rang 30 habe. Er hat auch fast jeden auf Rang 30. Er hat auch alle auf 800, genau wie Mr. Nice. Auf jeden Fall, Grüße gehen raus. Er hat eigentlich einen sehr guten Account. Jetzt gucken wir mal seine Stats an. Auf jeden Fall, er hat Level 231. Das ist gut. 3 gegen 3 Siege, 12.000. Ja, da wird noch vielleicht ein bisschen mehr gehen. Aber deswegen, ja. Auf jeden Fall, ich würde seinen Account auch mal eine 9,5 von 10 geben. Weil er hat noch, also er hat noch ein bisschen ein paar Brawler zu pushen hier auf jeden Fall. Aber trotzdem, er hat einen sehr guten Account. Er ist auch ein sehr guter Brawler-Spieler. Sein Ziel ist, diese Season 50.000 Pokale zu erreichen. Er ist ein sehr guter Brawler-Spieler. Auf jeden Fall, ja, ansonsten dazu kann ich eigentlich nichts sagen. Ist eigentlich ein guter Spieler, Leute. Okay, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zu Tobi Brawl. Okay, auf jeden Fall, Tobi hat auch wirklich voll viele, muss ich sagen. Also er hat wirklich viele auf Rang 35. Muss ich sagen. Tick hat er auch auf Rang 34. Lol, meine Premiere läuft chillig. Amber hat er auch auf Rang 34. Er hatte viele auf jeden Fall. Auf Rang 35 oder 34, wie auch immer. Also wie ich es denke. Und ja, auf jeden Fall, wenn wir hier mal ein bisschen nach unten gehen, sehen wir, dass 1, 2, 3, 4, 5 Brawler noch nicht auf Rang 30 sind. Tobi, da musst du ein bisschen pushen, ne? Aber es ist nicht so schlimm. Erstmal kommen wir zu den Stats. Und zwar hat er bei 3 gegen 3 28.000 Wins auf jeden Fall. Es ist mega, mega krass, Alter. Solo-Sieger hatte 1.000 Wins. Leute, hab ich sogar mehr. Aber auf jeden Fall, ich weiß, dass er nicht so ein Solo-Spieler ist. Duo-Sieger hat er 5.652. Auf jeden Fall, das ist eigentlich auch gut, muss ich sagen. Aber
Ja, da wird noch, glaube ich, ein bisschen mehr gehen bei den Solo-Siegen. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zu Blizzard Brawl Stars. Auf jeden Fall. Er hat, wenn wir auf seinen Account gehen, hat er sehr viele auf Rang 35 und hat auch fast alle auf Rang 30, außer drei Brawler, vier Brawler. Und auf jeden Fall, er hattest du auch auf Rang 34. Ja, das ist auch schon mega krass, auf jeden Fall. Er war auf Rang 34 und dann hat er es nicht so geschafft, auf jeden Fall. Das ist auch sehr, sehr schade. Aber auf jeden Fall trotzdem ein sehr guter Account schon mal. Okay, jetzt gehen wir auf jeden Fall mal zu den Sets. Und zwar 3 gegen 3 Siege, 21.055. Solo-Siege, 3.000. Duo-Siege, 2.000. Auf jeden Fall. Ich würde mal ein bisschen mehr in Solo und Duo spielen. Aber es ist jeden seine Entscheidung. Eigentlich würde ich ihn sogar auch eine 9,5 von 10 oder so geben. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zu den guten alten Clash Games. Okay, auf jeden Fall. Wir sind jetzt auf Clash Games, sein Account. Und auf jeden Fall, Leute. Ich würde sagen, wir schauen uns mal ein bisschen den Account an. Und zwar, Leute, er hat, glaube ich, ein oder zwei Brawler auf Rang 30 und den Rest auf 25. Aber den neuen Brawler Bell hat er auch noch nicht auf 25. Also, wenn wir mal ehrlich sind, das ist eigentlich ein guter Account, aber nicht so ganz gut, würde ich sagen. Also, es ist nicht der beste Account. Ich meine, der Nita ist doch der Lieblingsbrawler von Lukas und Clash Games. Warum hat Lukas den Brawler der Nita auf 30, aber Clash Games nicht? Also, wirklich Clash Games. Muss man ein bisschen hier mehr pushen, ne? Und auf jeden Fall, den Rest hat er auch, wie gesagt, auf 25 und 26. Wie ich sehe, hat der Colt auch auf 26 gehabt. Oh, Clash Games macht mir jetzt nach, oder was? Spaß auf jeden Fall. Aber ich würde ihm mal eine 7 von 10 geben, weil er noch nicht jeden... Also, er hat gerade mal einen Brawler auf Rang 30, da würde, glaube ich, sogar ein bisschen mehr gehen. Er hätte vielleicht Stu probieren können oder so, wie auch immer, auf jeden Fall. Er kann auch auf jeden Fall ein paar auf Rang 30 probieren, aber wegen dem Rang 35er gebe ich ihn, ja, das ist eigentlich auch gut, aber trotzdem nicht so ganz. Auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt auf seine Stats gehen, sehen wir bei 3 gegen 3 Siege 9000, Solo Siege 627 und Duo Siege 1340. Ja, auf jeden Fall, ich würde mal ein bisschen mehr in Solo pushen, ja, weil ich meine, in Solo ist es halt, ja, es ist nicht so ganz einfach, aber trotzdem, für einen 33 oder 35k-Spieler, besser gesagt, würde ich mal ein bisschen auch ein Solo pushen, weil jetzt kommen wir auf jeden Fall zu den Ligen. So, Leute, auf jeden Fall, wir sind jetzt auf Duck sein Account, und zwar, die meisten kennen den bestimmt, es ist der Mate von Lukas, und auf jeden Fall, ich würde sagen, ich zeige euch mal seinen Account, Freunde, und zwar, hier, auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, Max Rang 32 hatte viele... er hat, glaube ich, jetzt jeden auf Rang 30. Ja, er hat, glaube ich, jetzt wirklich jeden. Hat der Lou auch jetzt? Ich glaube schon, ne? Ja, er hat Lou auch auf Rang 30. Alter, auf jeden Fall, er hat wirklich jeden Brawler auf Rang 30. Er hatte 1, 2, 3, 4, 5 Brawler. Ja, 5 Brawler auf Rang 35. Es ist eigentlich ein richtig, richtig guter Account. Colt auf jeden Fall auch auf Rang 31. Ehrenmann, Kurs geht raus. Auf jeden Fall, wir gehen mal auf seine Stats. 3 gegen 3 Siege 20.839. Solo-Siege 2.401. Und Duo-Siege 3.000. Das ist eigentlich schellig. Das geht eigentlich schellig klar. Das ist eigentlich ein guter Account. Ja, ich gebe den einfach mal eine 10 von 10, Leute. Dazu kann ich auf jeden Fall nichts sagen. Er hat auf jeden Fall richtig viel auf Rang 35 und sonst den Rest auf jeden Fall auf Rang 30. Es ist wirklich sehr, sehr krass. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall mal zu den Leben Poki. Ah, ich habe ihn gefunden. So, Leute, auf jeden Fall. Wir sind jetzt auf Poki sein Account. Und ich würde mal sagen, wir fangen auf jeden Fall mal direkt an zu bewerten. Auf jeden Fall, wie wir sehen können, hat er auch, glaube ich, sehr viele auf Rang 30. Den Rest hat er auf Rang 26, glaube ich. Und ja, auf jeden Fall, was soll ich da genau dazu sagen? Auf jeden Fall, die meisten sagen, Poki lässt sich carryen und so weiter. Aber ja, keine Ahnung, dazu sage ich auf jeden Fall ehrlich gesagt nichts. Das ist jeden seine Meinung. Auf jeden Fall, er hat viele auf Rang 30. Boxer hat er sogar auch, Bro, auf jeden Fall. Das habe ich auf jeden Fall nicht gewusst hier. Und auf jeden Fall, ja, von seinem Brawlern her würde ich ihm eine 8 von 10 geben, weil er hat nicht so viele ganz so hoch auf jeden Fall. Aber ja, was ist ja nicht so schlimm auf jeden Fall. Und wir gehen mal auf seine Stats, Freunde. Und zwar 3 gegen 3 Siege 8492, Solo-Siege 700. Okay, dazu muss ich auf jeden Fall nichts sagen. So, Solo-Siege ist auf jeden Fall ganz schlecht bei ihm. Duo-Siege 1780. Auf jeden Fall, was sage ich dazu? Auf jeden Fall,
Leute, das Ganze müsst ihr nicht so ganz ernst nehmen. Auf jeden Fall, das ist, also die meisten, also die YouTuber, auf, die in diesem Video sind, die haben eigentlich einen guten Account. Aber bis zum Ende auf jeden Fall schauen. Und auf jeden Fall, ja, ich will Poki einfach mal eine 8 von 10 geben. Ich weiß, es ist immer eine 8 von 10 oder so, aber ich muss es einfach sagen. Auf jeden Fall, wenn wir Mystery Boxer schreiben, dann können wir auf jeden Fall den Account von Marvin Vlog zählen. Auf jeden Fall, ja, ich würde mal sagen, wir scrollen mal ein bisschen runter. Hier irgendwo ist Marvin Vlog zu sehen. Ah, da, da ist er ja. Platz 53 im Club. Oh Gott. Also, Marvin Vlog, du musst mal ein bisschen mehr pushen, würde ich mal sagen. Okay, auf jeden Fall, Marvin Vlog hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Brawler auf Rang 30 gehabt und den Rest hat er einfach nur auf 500 Pokale. Und Tick hat er auf Rang 27. Also ich finde wirklich, da würde wirklich ein bisschen mehr gehen. Also ja, da würde wirklich ein bisschen mehr gehen. Also ja, Marvin Vlog, sein Account, es wurde ja mal gehackt. Aber trotzdem hat er eigentlich immer noch die Zeit, ein bisschen mehr zu pushen. Ich meine, guck mal, er hat Colette und Mortis noch nicht auf 500. Also, also komm schon, Marvin. Also, ich weiß, du bist ein Ehrenmann, aber du musst mal ein bisschen mehr pushen. Der neue Brawler Bell, Colonel Ruff und Stu hat er auch noch nicht mal gespielt. Byron ist auf 130 Pokale. Okay. Auf jeden Fall, wir gehen mal auf seine Stats, Freunde. 2000, 3 gegen 3 Siege, Du-Siege 3000 und Solo-Siege hat der 918. Okay. Und Power-Liga hat er noch nicht einmal bis jetzt, glaube ich, gespielt. Also Marvin Vlog, ich würde dir mal sogar eine 5 von 10 geben. Bist ein Ehrenmann, aber dein Brawl-Stars-Account ist nicht der Beste hier auf jeden Fall. Aber trotzdem, auf jeden Fall, Marvin Vlog, du musst mal ein bisschen mehr pushen. Das ist mein kleiner Tipp auf jeden Fall. Ansonsten, Leute, wie gesagt, das so wie wenn es so gefallen hat, ein Like da lassen. Abonnieren nicht vergessen, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns da beim nächsten Video. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ich mehr so welche Videos machen soll. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.